Hier geht's schon richtig ab. Folge Milton zum Fundort der Leiche. So, was ich aber zuerst machen wollen würde, ist, man kann ihn doch noch ab, oh, das arme Schaf, aufnehmen. Was haben wir denn von dir noch? 182 Kronen, ein großes rotes Mutagen direkt. Alter. Floren, ein Monsterzahn und Dalie. Magischer Gegenstand, das nehme ich mal mit. Ich weiß nicht, ob es uns was bringt. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Was? Dein Ernst? Plus 20? Das ist ein normaler magischer Gegenstand, aber das ist noch nicht mal ein Relikt. Ich habe so das Gefühl, wir werden sehr viel Spaß haben auf dieser Map. Oh ja, das Vipern-Giftsilberschwert. Das ist immer noch stärker. Ist immer noch stärker als das, was wir jetzt haben. Mit dieser Dalie. Alter. Oh ja, hier. Spaten des Pedels. Ist schon minus 51. Das, nein. Nette Waffe sieht ganz cool aus, aber nein. Okay, wow. Wir haben direkt eine neue Waffe gefunden. Direkt beim allerersten Gegner hier in Toussaint. Ich schaue mich mal gerade hier um. Gibt es hier sonst irgendwas? Was ist denn das für ein Stab? Den hat er doch ganz am Anfang fallen gelassen. Ich dachte, das wäre so ein magischer Zauberstab. Ist er wahrscheinlich nicht. So, was sind das hier für... Alter. Ist das schön hier. Toussaint ist schön. Ist echt schön. Wir werden hier wahrscheinlich einiges finden an Nebenquests und... Und was weiß ich was, Quests. So, ich gehe mal hier gerade rüber. Abgeschlossen. Na super. Komme ich hier wieder raus? Bitte sag mir, ich komme hier wieder raus. Oh Gottes Willen. Ja, okay. So, ich guck mal gerade auf die Weltkarte. Hier waren wir noch nie. Okay, Anschlagbretter, Freunde. Es gibt Anschlagbretter. Das ist ein sehr großes Areal. Ein sehr großes Areal. ja. Wir werden unseren Spaß haben. Das Biest von Toussaint, das ist die Hauptstory. Ja, ich würde gerne diese Hauptstory erstmal nachgehen. Komm schon. Let's go. Dann zeig uns mal, wo hier... Tapferer Junge, dieser Guillaume. Wo es hier was gibt. Was? Was ist das denn jetzt? Mutationen und Großmeister-Hexer-Ausrüstung. In Blood and Wine kann sich Geralt weiteren Hexermutationen unterziehen, um neue Möglichkeiten freizuschalten. Schon bald triffst du auf einen Boten, der dir einen höchst interessanten Brief überreicht. Lies ihn und befasse dich mit der Geschichte von Professor Moreau, um mehr über diese Mutation zu erfahren. Man erzählt sich, dass in Toussaint ein meisterlicher Handwerker lebt, der Hexerausrüstung von unerhörter Qualität anfertigt. Außerdem bekommst du Spezialboni, wenn du manche oder sogar alle Teile eines Sets dieser außergewöhnlichen Ausrüstung trägst. Du wirst die Investition in diese neuen Möglichkeiten nicht bereuen. Palmarin hat ihn aufgezogen. Geil. Guillaume und er sind verwandt. Mhm. Ist das schön hier. Schön hier. Na, liebe Wanderer, was seid ihr denn für welche? Niemand. Was? Was hat der gesagt? Schnell weg hier. Ich dachte, Toussaint ist eine noble Gegend. Okay, weißt du was? Plötzlich, let's go. Wir geben den Ton vor. Alter, ist das schön. Ist das schön hier. Erwöhnungsbedürftig, die ritterliche Ausdrucksweise. Ja. Vor allem der Wechsel zwischen blumig und nahezu normal. Wir sind fahrende Ritter im Dienste der allergnädigsten Herrin. Hm. Wenn wir in ihrem Namen handeln, bindet uns die Tradition. Ist das hell hier? Ich habe das Gefühl, hier ist es heller als in Velen, oder? Und Novigrad. Los. Ist nur so ein Gefühl. So, ist das hier der Schauplatz des Verbrechens? Niemand da? Wir müssen den Leichnam bereits fortgebracht haben. Tolle Sehen Wurst. Sehen wir uns um. Vielleicht haben sie was übersehen. Ja, das kann natürlich sein. Zum Beispiel hier in diesem Haus. Das abgeschlossen ist. Alter, da sind überall Löcher in der Wand und in der Decke, aber abgeschlossen. Eine Muschel, nehme ich mal mit. Ein Trockenfisch, vielen Dank. Sag mal.
Was? Was passiert hier? Okay, Glück gehabt. Ich dachte schon, ich wäre jetzt hier gefangen für alle Ewigkeit. Okay, was? Untersuche das Flussufer mit Hilfe deiner Hexersinne. Genau das werden wir tun. Hier haben wir doch schon direkt was. Ein Fisch. Das ist sehr verdächtig. Worin? Das Flussufer sollen wir uns also anschauen. Wir gehen mal hier auf den kleinen Steg. Gucken, ob es hier noch irgendwas gibt für uns. Nein. Nichts Interessantes. Hier vielleicht? Ah, guck mal da. Beschlagene Stiefel. Diverse Paare. Das muss die Herzogsware gewesen sein. Sehen wir nach, wo sie hingegangen sind. Untersuche das Flussufer. Sie sind am Wasser entlang gelaufen. Vielleicht lag die Leiche am Ufer. Alles klar, okay. Wir gehen dem hinterher, den Schrittchen hier. Was haben wir denn da? Schauen wir uns mal alles an. Ein Becher. Nein, danke. Echt, kein Interesse. Sag mal. Vorsicht. Was seid ihr denn? Was sind das für Viecher, Mann? Alter, ist es explodiert? Na, habt ihr Feuer gern? Der explodiert, der explodiert. Und tschüss. Nein, Alter! Okay, alles klar. Monsterherz, Monsterknochen, Monsterhaut, was? Monsterhaut, Blut? Moderhautblut, Nekrophagenhaut. Ist ja ekelerregend. Nehme ich aber alles mit. Ist interessant. Interessante Gegner. Na, wie lange soll ich noch warten? Wo bist du denn? Bist du im Boden versunken? Na, alles klar. Tschüss, tschüss, auf da. Die hat der Blutgeruch. Suchen wir weiter. Alles klar. Das tun wir, nachdem ich den hier ausgenommen habe. Zunge. Alter, ekelhaft. Wo sind die Fußspuren eigentlich hin? Ah, hier. Ach, das war der Becher. Gut, wir gehen weiter in diese Richtung also. Es sind nur noch blutige Fetzen von den Kleidern des Opfers übrig. Hochwertige Kleidung. Das ein Nobler also. Wohlhabend. Sieht so aus. Blut. Die Wache hat die Netze aus dem Wasser gezogen und dann den verstümmelten Leichnam freigeschnitten. Ich springe rein und sehe nach, ob sie auch nichts übersehen haben. Okay, ich springe also rein ins Wasser, ja? Schauen wir uns das mal an, das Spektakel. Da ist auf jeden Fall eine Kiste schon mal. Toussaint Herzogswächterstiefel. Nehme ich mal mit. Ich weiß nicht so recht, ob wir hier was Cooles finden. Was haben wir denn da unten? Ein Holzlöffel. Nein, danke. Das ist wahrscheinlich eine Quest. Ein Questgegenstand, aber ich nehme es trotzdem nicht mit. Ein Holzlöffel, ich bitte euch. Leinen. Okay, die nehme ich mit. Was sollte ich denn sonst hier finden? Da oben ist noch was. Was ist das? Taschentuch mit dem Monogramm DLC. Ernsthaft? Und was ist hier? Ein Kupferbecher. Mit Monogramm. DLC. Es muss einem Adligen gehört haben. Wir müssen uns gründlich am Ufer umsehen. Alter, ich hab einen Frosch im Hals, ey. Das nervt mich. So, was haben wir denn hier für Fußspuren? Huch! Das war wohl die richtige Spur. Sieh mal, hier war ein Boot. Die Wache muss die Leichenteile aufgeladen und irgendwo hingebracht haben. Ah ja. Wir müssen rausfinden, wohin. Ich will mir die Leiche ansehen, bevor die Verwesung einsetzt. Die Taverne? Die Inhaber müssten gesehen haben, welche Richtung die Wachen eingeschlagen haben. Fragen wir nach. Sehr gern. Wir haben ja ganz schön viele Zuschauer hier. Hallo, na ihr?
Wir werden beobachtet. Ich glaube, wir haben Publikum. Kein Wunder. Die Leute hier werden noch ihren Enkeln davon erzählen, wie einst eine gevierteilte Leiche aus dem Fluss gezogen wurde. Mhm. Das ist ja ein Traum. Ich habe ein Taschentuch mit einem Monogramm gefunden. Sagt dir das irgendwas? Noch eine Sache. Ich habe ein Taschentuch mit Monogramm gefunden. DLC. Sagt dir das was? Delacroix? Kann nicht sein. Ihn hat das Biest also gemeuchelt. Offenbar kanntest du ihn gut. Vor langer Zeit waren wir enge Freunde, doch unsere Wege trennten sich. Er war ein Mann der Extreme, der seinen Gefährten beistand und die Feinde bis zum Letzten bekämpfte. Hatte er denn viele Feinde? Aber ja. Doch was hat das mit dem Biest zu tun? Ah, Geralt, es ist zu schmerzlich. An diese alten Zeiten möchte ich jetzt lieber nicht denken. Okay, verstehe. Dann nicht. Wir reden später. Gehen wir in die Taverne. So ist es. Genau das tun ich wir. Ich muss dich bald verlassen und zum Hof zurückkehren. Was? Du bist doch gerade erst in Toussaint eingetroffen. Ein Ritter in den Diensten der allergnädigsten Herren kennt keine Rast. Tatsächlich befürchtete ich schon, zu spät zu kommen, um meine Pflicht zu tun. Mhm. Doch es zeigt sich, dass ich gerade recht eintreffe. Okay. Ja, das ist gar kein Problem. Wir wollen uns ja eh umsehen hier in ganz Toussaint. Von daher... Aber wir wollen jetzt erstmal in diese Taverne da oben, ja? Dann gehe ich schon mal voran, weil du bist mir ein bisschen zu langsam, alter Freund. Wenn du die Leiche untersucht hast, musst du Anarietta Bericht erstatten. Das tue ich. Anarietta? Der allergnädigsten Herzogin. Ich vergesse mich bisweilen. Mhm. Ich wollte gerade sagen, das ist ja frech, sie einfach so anzusprechen. Okay. Hallo Wächter. Die Wache lässt uns friedlich schlafen. Übeltäter wird sie strafen. Absolut. Wir nennen einander beim Vornamen, wenn wir unter uns sind. Aha. In Palmerins Anwesenheit jedoch nicht. Er nimmt Anstoß an solchen Vertraulichkeiten. Ein Treffort für Händler, Schmuggler und Seeleute. Und es gibt hier die beste Langustensuppe in ganz Toussaint. Interessant. Was haben wir denn hier? Zum Basilisk. Den haben wir schon mal besiegt. So, ist er jetzt hier reingegangen? Ja, ne? Ach, da steht er ja. Gut. Dann hören wir uns mal in der Taverne um. Vielleicht bekommen wir hier auch die ein oder andere Nebenquest. Das würde mich sehr freuen. Wir werden natürlich wieder alles mitnehmen. Alles, was wir hier finden. Treu, rieche ich das deftige Aroma von Pâté? Oh ja, Pâté. Was ist das? Nichts anderes, Herr de Perrot Perron. Oh. Die Zeit hat deine Sinne nicht getrübt, wie ich sehe. Setz dich doch. Es wäre uns eine Ehre. Und auch dein Begleiter. Sehr wohl. Doch weswegen liegt gar kein Duft nach Langustensuppe in der Luft? Frechheit. Es gibt heute leider keine Suppe. Was? Weil die Langusten aus sind. Ich glaub's ja nicht. Du hast es vielleicht noch nicht gehört. Aber ich habe nur eine Leiche gefangen. Im ersten Morgengrauen. Und der Himmel war blutrot. Nicht schön. Genau wegen dieser Leiche sind wir hier. Der Mann, den du zu Tische batest, wurde von der allergnädigsten Herren aus fernen Landen gerufen. Auf dass sie das Biest finde und töte. Wir luden zwei Männer zu Tisch. Und da Ritter de Perrac Perron eher das Temperament eines Hasen als das eines Hundes hat, Mess. Nehme ich an, dass der Jäger wohl der andere ist. Mit wem haben wir das? Richtiger Sherlock. Milton hat mich schon vorgestellt, du Idiot. Ich bin Geralt, ich bin mal freundlich. Ich heiße Geralt. Wie bescheiden. Du kannst noch nicht lange mit Herrn de Perrac Perron herumziehen. Mhm. Spar dir die schnöden Affronts. Geralt ist ein Meister des Hexerhandwerks. Er hat Fragen zum letzten Opfer des Biests. Absolut. Ich habe die Leiche gefunden. Die Sonne war gerade aufgegangen, als ich erwachte und mich im Bett aufsetzte. Ich sah aus dem Fenster und der Himmel war rot wie Blut. Mhm. Bitte, Geralt, frag was. Sonst sind wir im Winter noch hier. Der Himmel war also rot, ja? Und was passierte dann, Herr Angler? Muss früher Morgen gewesen sein. Du hast deine Netze überprüft und dann? Ich trat aus der Hütte und sah... Meiner Treu kommt zum Punkt, Mann! Du hast in deinen Netzen eine Leiche gefunden. Das wissen wir schon. Was ist denn los? Was ist dann geschehen? War jemand in der Nähe? Hast du was Bemerkenswertes beobachtet? Irgendetwas? Beruhig dich doch mal. Es war keine Seele dort, nur ich. Was Bemerkenswertes? Tja,
Was hast du gesehen? Komm mir nicht nochmal dem roten Himmel. Da war roter Himmel. Roten einen Himmel. Kopf im Wasser treiben. Augen offen. Die Zunge hing blau heraus. Daneben trieb eine Hand. Hast du die Leichenteile untersucht? Ich war so erschrocken, dass ich ins Dorf gerannt bin. So schnell ich konnte. Ich kam mit Wachen zurück, die mir befahlen, zurückzubleiben. Sie hatten es nicht leicht. Die Körperteile hatten sich so in meinen Netzen verheddert, dass sie die Netze zerschneiden mussten. Mhm. Und wohin hat man denn die Leiche gebracht? Die muss ich mir unbedingt ansehen. Natürlich. Ich muss die Leiche sehen. Weißt du, wo man sie hingebracht hat? Sie haben sie über den Fluss gefahren, auf einen Karren geladen und den Corvo Bianco in den Keller gebracht. Damit sie kühl liegt, weißt du? Wer war das denn? Aber Corvo Bianco ist das Anwesen von Baron Rossell. Wenn der erfährt, dass sein Keller in eine Gruft verwandelt wurde, lässt er die Hunde von der Kette. Okay. Sein Weingut ist versteigert ist die worden, Frau? Während ihr im Norden waltet. Wer war das? Die Frau, die gerade gegangen ist. Die habe ich noch nie gesehen. Ich habe sie auch nicht reinkommen sehen. Das muss Lenise gewesen sein, die Tochter des Wirts. Aber warte mal. Geralt, das ist ja ein Skandal. Rossells Weingut wurde versteigert? Unerhört. Es ist kein Geheimnis, dass der Baron Spielschulden bis über beide Ohren hatte. Nun war endlich Zahltag und seine Gläubiger haben sein Anwesen versteigert. Die herzogliche Kanzlei hat sie übrigens gekauft. Rossell wohnt jetzt bei seinem Bruder in Vicovaro. Interessant. Ich habe Rossell gesagt, dass er nochmal die Rechnung kriegen wird. Wie lange kann man sich auf vergangenen Heldentaten ausruhen? Seine Gläubiger sind wohl zu dem Schluss gekommen, dass seine Versprechen nichts wert sind. So sind die Zeiten. Die Ritter von heute sind nur blasse Schatten im Vergleich zu den Helden von einst. Es stimmt, was man sagt. Die Götter haben das Biest geschickt, um uns zu strafen, dass wir von den alten Pfaden abgewichen sind. Denkt ihr das? Also, eine Strafe der Götter? Ich weiß ja nicht. Die Leute denken, dass das Biest eine Strafe der Götter ist. Die Ritter achten die alten Bräuche nicht mehr. Sie waren mal die Verteidiger des Herzogtums. Heute verteidigen sie nur noch ihre eigenen Pfründe. Also, das ist ja wohl. Lass ihn ausreden. Die Herzogin handelt mit Titeln und zeichnet Übeltäter aus. Wir sind vom tugendhaften Weg abgekommen. Was? Und haben die Gunst der Götter verloren. Und so strafen sie uns nun. Gib nichts auf diesen Mumpitz, Geralt. Der Mann hat nur irgendwelche Straßenprediger falsch verstanden. Ja, diese Unruhestifter schießen in letzter Zeit wie Pilze aus dem Boden. Jeder schwätzt doch dasselbe. Okay, ich fühle mich in dieser Gesellschaft hier nicht wirklich wohl, muss ich sagen. Alle reden so geschwollen und ich will einfach nur wissen, wo die Kackleiche ist, Mann. Was sagen die Leute noch über das Biest? Oder was ist denn das da hinten? Was hat denn der für eine Unterhose an? Und was macht der da? Okay. Sagen Sie sonst noch was über das Biest? Abgesehen von der Strafe der Götter. Die Toussaintois sind keine Trottel. Es entgeht ihnen nicht, dass das Biest an den Tagen der Schutzheiligen gemordet hat. Wählerisches Monster. Der Typ einfach da hinten. Der hat seinen Spaß. Am helllichten Tag. Ich gehe mir sowas von der Leiche angucken. Danke für die Gastfreundschaft. Ich gehe jetzt den Leichnam untersuchen. Der Hintergrund, ey. Corvo Bianco ist nicht weit von hier, beim Turniergelände. Einfach der Straße nach, dann kommst du hin. Alles klar. Kommst du nicht mit? Ach so, du hast noch irgendwelche Verpflichtungen. Irgendwelche Verpflichtungen? Ha! Noch vor unserem Aufbruch nach Velen hat die allergnädigste Herrin mir die große Ehre erwiesen, mich heuer in den Palastgärten den Hasen spielen zu lassen. Du wirst dich kaputt lachen, wenn du mich im Kostüm siehst. Das wirft natürlich Fragen auf, aber ich fürchte, die Antwort ist eine lange, verwickelte Geschichte voller weitschweifiger Ausführungen über Geschichte und Tradition. Daher... Bis später, Milton. Und viel Glück. Was für ein ehrvoller, ehrbarer Ritter. Alter, so kalt kann es doch nicht sein, dass du dich hier am Feuer wärmen willst. Sag mal, was sind das hier für... Natürlich. Frau Reisende. Das stimmt. Klein bist du aber nicht. Was für ein Typ. Ja, ja. Das solltest du auch. Was kann ich denn da aufnehmen? Rezept für Langustensuppe. Darf ich das einfach nehmen? Langusten aus den Panzern befreien. Anschließend Köpfe, Zangen und Schwänze entfernen.
diese mit dem Mörser zerstoßen, Zwiebeln und Knoblauch in einer Pfanne mit etwas Thymian in Butter anbraten, bis sie glasig sind, Langustenfleisch zugeben und braten, mit einem guten Muscadet ablöschen und Bourlon zugeben. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Innerhalb der Pfanne gründlich pürieren, in einen Schmortopf umfüllen, Dill dazugeben und köcheln lassen. Die Suppe anschließend mit einem halben Quart Sahne und einem Esslöffel Butter andicken. Für den Geschmack wilde Kräuter und ausreichend Dill hinzufügen. Selbst ein ganzer Bund ist nicht zu viel. Was zum Henker? Die Zitation von Herzogin Anna Henrietta. Ach, das hat er uns vorgelesen, ne? Ja, als wir... Mein lieber Freund. Was? Mit so einer Visage liegen dir sicher alle Frauen zu Füßen. Absolut, da hast du absolut recht mit. Und so, erzähl mal. Tja, normalerweise empfehle ich ja unsere berühmte Langustensuppe. Aber leider sind die Langusten aus. Natürlich. Ich könnte sie natürlich durch was anderes ersetzen. Barsch zum Beispiel. Langusten durch Barsch ersetzen? Ich bitte dich. Und was kommt als nächstes? Essig statt Wein? Petersilie statt Thymian? Nun, ihr Nordlinge seid ja ganz nett, aber von guter Küche habt ihr keine Ahnung. Das sagt mir irgend so ein komischer Tavernenwirt, weißt du? Gibt es irgendwelche Gerüchte? Gibt es Gerüchte? Haben die Fischer irgendwas Interessantes zu berichten? Ja, über einen Nordling, der Langusten durch Hecht ersetzt. Das war eine ernsthafte Frage. Und eine taktlose. Ich belausche meine Gäste nicht und verrate sicher nichts weiter, falls ich doch etwas höre. Natürlich. Zeig mir, was du hast, du Idiot. Zeig mir, was du anzubieten hast. Alter, unsere Schwerter sehen mega gut aus. So, wow. Sag mal, wie viele Gewinnkarten hat denn der bitte? Sollte ich die alle kaufen? Was kostet die denn hier? Die kostet 50. Und die? 50. Ja, komm. Kaufen wir alles, oder? Kaufen. Ich nehme alles mit. Was ist denn los? Oh, mein Hals, ey. So, alle Karten, alles meins. Ich weiß nicht, ob ich es jemals brauchen werde. Eher nicht. Aber falls wir nochmal in irgendeine Quest geraten, wo er dann sagen wird, hey, lass uns doch Gewinn spielen. Da bin ich vorbereitet. Hasenpaté. Ach, das ist Paté. Das ist was zum Essen. Ich verstehe. So, was anderes will ich von dir nicht. Auf Wiedersehen. Guck mal, unsere Schwerter. Magnifique. Danke. Bis dann. So. Du kannst mich mal kreuzweise. Ja, du kannst mich auch mal. Ich beklau dich direkt. Rezept für Hasenpaté. Sag mal. Dem Hasen das Fell abziehen und das Fleisch mit dem Messer zerkleinern. Speck, Karotten, eine Pastinake und eine Zwiebel klein hacken. Alles zusammen mit einigen geschnittenen Pilzen einen gut gewürzten, gusseisernen Topf geben. Brot hinzugeben, bis der Eintopf so dickflüssig ist, dass der Löffel darin stecken bleibt. Dann kräftig rühren. Dem Gemisch ein halbes Dutzend Eier, etwas Ingwer, Salz und Majoran hinzugeben und ausgiebig rühren. Etwas Speck in einer Pfanne anbraten, dann das Gemisch in die Pfanne geben und so lange in den heißen Ofen stellen, wie es dauert. 2 Litaneien zu Ehren St. Plickmunds zu rezitieren. Bis dahin ist das Paté goldbraun gebacken und gut durch. Traumhaft. Okay, gibt's hier noch irgendein Rezept, das ich mir durchlesen möchte? Altes Bärenfell, klau ich mal. Ich hoffe, ich darf hier klauen. So, darf ich hier mal durch. Eine Laute. Silberner Becher. Glas. Nehme ich mal mit. Sonst nicht. Oh, wir sind überladen. Moment. Also. In meinem Herzen, da herrscht Nacht. Einsamkeit hat sie gebracht. Ich glaube, Marie. Keine Ahnung, was das ist. Herr Barde. Was soll denn das? Wie, was soll denn das? Ich will da nur mit dir reden. Hallo. Hallo und tschüss. Darf ich hier mal durch, Ladies First? Ja. Okay, Moment. Was? Alter, was ist denn hier los? Ich fass es ja nicht. Alle drehen sie durch. So, das möchte ich gerne verkaufen. Das will ich nicht wegschmeißen. Das will ich sowieso behalten. Wir haben sehr viel... Oh, Moment, diese Stiefel hier. Okay, die sind...
Von der Rüstung her sind die besser als unsere meisterlich gefertigten Katzenstiefel. Es ist mir ein Rätsel. Aber es hat natürlich nicht die Stats, die ich mir wünsche. Was hat denn Plötze hier? Trophäe von Goliath. 5% Bonuserfahrung bei Monstern. Das ist schon nicht schlecht. Nicht schlecht, aber nicht gut genug. Ich muss irgendwas ablegen. Und ich habe das Gefühl, es... Was ist denn hier so schwer, Mann? Sortieren nach Gewicht, bitte. Okay, was ist das denn hier? Pferdehaut. Das ist natürlich... Ja, weißt du was? Ich werfe alles weg. Dann haben wir wenigstens ein bisschen... Ich meine, das ist schon ein bisschen was wert, aber ey... Es ist mir... Pferdehaut. Ich vergesse es eh zu verkaufen, von daher... machen wir das doch so. Ein Anschlagbrett. Das möchte ich natürlich vorlesen, weil wir bekommen hier natürlich unsere Nebenaufträge. Und wir lernen wahrscheinlich was über Toussaint kennen. Liebe Kunden, die hochgeschätzten Gäste der Taverne zum Basilisk werden freundlichst gebeten, vorsichtig zu sein, wenn sie unsere Taverne aufsuchen und vor allem, wenn sie sie verlassen. Es wird dringend geraten, den Marquesent oder den Marquesan-Wald zu umgehen, da dort menschenfressende Monster lauern. Das interessiert mich sehr. Wir flehen euch an, auf unsere Warnung zu hören, da wir fürchten, dass der Verlust von so vielen Gästen die Stimmung in der Taverne trübt. Wir wünschen euch sichere Reise und freuen uns, wenn ihr uns wieder besucht. Linis, die Tochter des Wirts. Das ist die Dame, die rausgegangen ist vorhin, ne? Als wir uns gefragt haben, wer ist sie? Gesucht. Der Weiße Wolf. Der Hexe Geralt von Riva, auch als Weißer Wolf bekannt, wird als Führer gesucht. Was? Sein potenzieller Auftraggeber garantiert einen ansehnlichen Lohn für diesen ungewöhnlichen Auftrag. Weitere Informationen erhält er im provisorischen Basislager von Graf Belledal in Toussaint. Hinweis: Wir ersuchen alle anderen Personen höflich, aber bestimmt sich nicht im Basislager als Geralt von Riva zu präsentieren. Graf Belledal ist nicht von gestern und kann rasch beurteilen, wer ein Hexer ist und wer nur so tut. Die lustigen Zeitgenossen, die ins Lager reisen, um abgerissene Kleidung und Holzschwerter vorzuzeigen, sparen sich besser den Weg. Okay. Haben wir schon direkt eine Nebenquest. Notiz des herzoglichen Kämmerers. Aufruf an alle fahrenden Ritter und andere Kämpfer. Das Herzogtum braucht euch. Eure Hilfe ist gefordert. Es winkt eine großzügige Belohnung. Näheres erfahrt ihr beim herzoglichen Kämmerer am Ritterruhplatz. Und wieder etwas für uns. Gefällt mir. Ankündigung der Generalprokuratur des Herzogtums Toussaint. Hiermit kündigt die Generalprokuratur eine beschränkte Auktion hinsichtlich des Verkaufs einer bebauten Liegenschaft mit zugehörigen landwirtschaftlichen Flächen in der Region des Caroberta-Waldes an, die nach dem Tod des Grafen Crespi in den Besitz der herzoglichen Staatskammer übergegangen ist, da dieser keinerlei Erben hinterlassen hat. Da das Anwesen Belgard etwas Besonderes ist und eine wichtige Rolle in der Weinherstellung spielt, die dem Herzogtum in aller Welt viel Ruhm einbringt, erhalten nur Bürger des Herzogtums Toussaint die Erlaubnis, an der Auktion teilzunehmen. An alle fahrenden Ritter und andere Gerüstete verbreitet die Kunde, dass die Dienste von freiwilligen Ordenshütern gesucht werden. Bei der Übertragung der oben genannten Liegenschaft wird mit kleineren Problemen gerechnet, die den Einsatz von direkter körperlicher Gewalt notwendig machen. Alle Freiwilligen werden gebeten, sich beim Büro des Prokurators von Toussaint in der Nähe der Plegmundbrücke zu melden, wo auch die Auktion stattfinden wird. Das werden wir tun. Das große Gewinnturnier von Beauclair. Das große Gewinnturnier von Beauclair, ja. Graf Mounier freut sich sehr, ein von ihm organisiertes Gewinnturnier ankündigen zu dürfen. Wer an dem Turnier teilnehmen möchte, ich nicht, möge sich in der Fasanerie anmelden. Bitte beachtet, dass an diesem Turnier eine neue Fraktion teilnimmt, die von Graf Mounier selbst entwickelt wurde. Mögen die Spiele beginnen? Absolut nicht. Kein Interesse. Nee. Auftrag für Hexer. Karawanen-Eskorte. Die Böttcher-Zunft von Beauclair
sucht eine oder mehrere Personen, die willens sind, eine Händlerkarawane durch ein Gebiet zu geleiten, das vom großen weißen Schrecken bedroht wird. Weitere Informationen bei Gaston Legaff im Händlerlager im Wald nördlich des Coronata-Weinguts. Mogrim Poulon. Alter, was für ein Name. Untersekretär für Bedrohungs- und Risikohandhabung. Böttcherzun von Buclair. Nehmen wir natürlich alles mit. Der herzogliche Beamte sucht Hilfe. Da könnte es was zu verdienen. Absolut. Davon gehe ich mal aus. Die drehen hier ihre Runden. Wir gehen einfach mal in diese Richtung. Nötig, einen Hexer zu holen? Wozu absolut. Haben wir einen Ritter? Was? Wozu haben wir Ritter? Weil die Ritter das hier nicht hinbekommen, Freunde. Genau deswegen bin ich hier. So, wir haben sehr viel bekommen. Sehr viel Quests, Mests, Schwests. Guck mal, hier alles neue Quests. So, wir gehen mal weiter. Guck dir das mal an. Ist das nicht schön? Das große Turnier von Beauclair. Kein Interesse. Toussaint ist wirklich sehr schön. Sehr grün. Und da hinten der Berg. Sehr prächtig. Sehr monumental. Wir schauen uns mal ein bisschen um hier. Hallo Freunde der Sonne. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und falls ihr weitere Spielwünsche habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde sie auch höchstwahrscheinlich spielen. Sollte euch der Kanal gefallen, dann abonniert ihn. Ich würde mich sehr freuen und meine Eule freut sich auch. Also bis dann. Adios amigos.